Servus, grüß euch und ja, damit herzlich willkommen im LS22 zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und zwar aus dem Hause der Farming-Freunde, ehemals bekannt auch unter dem Namen FSM-Team. Und ja, bevor wir jetzt losgehen, würde ich sagen, wir steigen erst einmal kurz in den Shop ein und ich zeige euch, worum es jetzt heute hier geht. Wir haben einen Anhänger. Und wer kennt ihn? Jawohl, da ist er. Wir haben hier den Fortuna K270 mit 30.000 Liter Fassungsvermögen. Wiegt stolze 5,4 Tonnen. Und ja, was wurde an dem schönen Teil mittlerweile gemacht? Ich sag mal, die meisten werden das wahrscheinlich kennen. Vermutlich LS22. Oder war es sogar noch eher? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde So. sagen, der war im 15er. Okay, vielen Dank für den kleinen Einwand. Genau, hier haben wir mal eine kleine Helferlein im Hintergrund. Und genau, wir waren stehen geblieben bei der Version. Wir sind aktuell bei der Version 1.204 und wir kommen jetzt mal zu den ganzen Punkten, die gemacht worden sind. Natürlich konvertiert in den LS22. Dann wurden die Räder umgebaut auf Standard und Kennzeichen kannte man natürlich früher auch, wurde mittlerweile auch auf Standard umgeändert. Dann wurde geändert die Rücklichter, da gucken wir uns mal eben kurz an hier. Sieht nice aus, würde ich sagen. Schönen modernen Touch. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann wurde nochmal die Bremswirkung etwas erhöht. Und die Abkipppartikel wurden auch nochmal gefixt. Da gab es in der ersten Version ein kleines Malheur. So, wir können hier natürlich auch in dem Shop einstellen die Reifenmarke. Da kann man mal wunderbar durchklicken. Alles fix verbaut. So, schöne nette Breitreifen, immer schön gefällig. Farben können wir natürlich auch auswählen. Und Kennzeicheneinstellung können wir auch machen. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar haben wir hier draußen am Shop schon unseren Fortuna stehen. So, da ist das gute Stück. Schön mit drei Achsen. Vorne mit Deichsel. Ah ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu. Die Deichsel kann man natürlich auch sperren. Und um das Ganze mal zu zeigen, wie das aussieht, habe ich mir hier natürlich schon mal einen schönen Schlepper hingestellt. Wie soll es anders sein? Schöner Deutz 8. So, schauen wir mal. So, dann haben wir hier auch das schöne Menü. Wie man sieht, hier schön mit X die Deichsel sperren. Das mache ich jetzt mal. Achtung, aufgepasst. Zack. Und schon stellt sich die Deichsel schön gerade. Genau. Also man sieht es. Rückwärtsfahren geht damit natürlich dann wesentlich einfacher und einrangieren. Das nice. Genau, und mit X kann man sie wieder lösen. Dann schlägt er auch wieder schön ein hier. Plane geht natürlich auch zum Schließen. So, schön. Und abkippen können wir mit der Taste U aktuell eingestellt auf die Kippseite hinten. Abkippseite links, rechts und Kornschieber gibt es natürlich auch noch. Also an sich ein altbekanntes Modell. Schauen wir mal, was da eventuell noch mehr kommt. So, dann haben wir jetzt Mod Nummer 2. Den schauen wir uns an. Oh, und da läuft ein Reh durch die Häuser. Okay, netter Bug. So, zu finden ist der nächste unter Frontladerwerkzeuge. Da gibt es dann die Stollrobust S. Ist auch ein Modell, was in den 22 konvertiert wurde. Wir haben hier ein reales Gewicht von 308 Kilo, Fassungsvolumen mit 3200 Litern. Hat sich auch nicht geändert. Und wir haben hier bei dem Modell die Farbwahl mit verbaut. Also alles in allem
ein schönes Modell. Wir gucken das mal kurz in Naturrounds an. So, schön gekauft hier. Da steht das gute Stück. Ich werde es jetzt natürlich nicht anbauen, weil, ich sag mal, jeder sollte die Funktionsweise mit den Nutzen kennen. Jo, schönes, klassisches Modell. Damit kommen wir dann auch schon zum dritten und zum letzten Mod. Den gucken wir uns natürlich auch mal wieder im Shop an. Und zwar finden wir das unter Gewichte. Auch da wieder ganz bis zum Ende durchscrollen. Und dann haben wir hier das schöne Landkracht Frontgewicht. Für einen Preis von 2250 Euro. Hat ein realistisches Gewicht von 1,4 Tonnen. Wenn man lustig ist, kann man das natürlich auch nochmal farblich einfärben. Und wir lassen es aber mal in Standard. Was wurde hier gemacht? Wir haben hier auch eine Konvertierung in den LS22 natürlich. Die Scheinwerfer wurden abgeändert zum Vorgängermodell, weil es die im LS22 nicht mehr in der Form gab. Ist also dementsprechend möglich, dass hier noch eine kleine Anpassung irgendwann nachkommt. Und auch das würde ich sagen, schauen wir uns nochmal in Natura an. So, da ist das gute Stück. Also ich würde sagen, erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Ich würde mal sagen, wir bauen das mal eben kurz an den Traktor an. Dann können wir nämlich mal gleich die aufgehängte Variante hier sehen. Denn vorne ist natürlich auch eine Anhängerkupplung dran, wenn man es richtig gesehen hat. Ja, Hubmaul. Genau. Danke für den Fachbegriff. So. Jetzt müssen wir eben schnell gucken, wie war das mit dem Licht? Über F. Ah ja. Jo, ich würde mal sagen, da kriegst du die volle Blendung. Holy shit. No, es ist auf jeden Fall sehr nice. Da siehst du dann wenigstens, wenn du was ankuppeln willst, hast du ein bisschen Licht. Ja. So, und da hat man schon gesehen, Connect-Punkt ist da. So, und jetzt können wir natürlich das ganze Spielchen mal auf die Spitze treiben. Zack. Machen wir mal Deichselsperre. Und jetzt können wir den hier schön gerade zurückschieben. Also ich denke mal, Frontgewicht erfüllt seinen Zweck. Damit kann jeder auch Drehschemel fahren. Ja, richtig. Dann sage ich nur Hashtag Drehschemel. Genau. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Mod-Vorstellung gewesen. Ich bedanke mich natürlich fürs Reinschauen, Zuschauen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch dementsprechend über ein Däumchen. Wie sagt man so schön, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und ja, die Glocke natürlich nicht vergessen. Und ja, es wird auf jeden Fall definitiv noch mehr kommen hier. Ihr dürft also dementsprechend gespannt sein. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, pfiat euch.